News der Woche Nummer 30, 2013, drei Tage kostenlose Musik. Wir rüsten um Update der S-Bahn Hamburg. Das Fahrtentreffen 2023 in Nürnberg war ein beeindruckendes musikalisches Festival, das Tausende von BesucherInnen aus nah und fern anzog. Die Vielfalt der KünstlerInnen sorgt für eine mitreißende Atmosphäre in der gesamten Altstadt. Mit seiner einzigartigen Mischung aus internationalen und lokalen Musiker bewies das Badentreffen erneut seine Bedeutung als eines der bedeutenden Weltmusikfestivals Deutschland. Wie schon gesagt, wir rüsten ein bisschen um, oder was heißt das Umrüsten? Es wird ein bisschen im Team was verändern und viele andere Sachen auch. Das betrifft aber hier nur die Woche. Die Webseite, das betrifft in erster Linie alles, wo wir irgendwie aktiv sind. Infos werden dazu noch folgen von mir, von dem Team. Warte erstmal ein bisschen ab. Wir haben da gerade noch ein paar kleinere Sachen, die noch gelöst werden müssen, behoben werden müssen. Teilweise sind da auch private Sachen, deswegen nicht wundern, wenn aktuell noch mehr leiser wird, als es eigentlich auch schon ist. Weil wir haben echt gerade eine schwierige Zeit. Das geht nicht da nicht an Themen suchen oder sowas, sondern das sind komplett andere Sachen. Die werden wir irgendwann im Laufe der nächsten Zeit mitteilen. Aber jetzt erstmal noch nicht. Die Hamburger S-Bahn führt ein Update ihrer Leitsysteme für automatische Züge durch, um diese klimafreundlicher zu gestalten. Die vier Züge wurden mit dem fortschrittlichen Zugsteuerung Assistent ATO und ETCS ausgestattet, die es ihnen ermögliche, nahezu autonom zu fahren. Die neuen eingeführte Software bekannt als Leitsystem 2.0 sorgt für eine präzise Positionierung der Züge im Netz, verhindert Halte auf freier Strecke und reduziert Last beim Stromverbrauch. Dank dieser Maßnahme wird eine erhebliche Energieeinsparung von 30% erwartet. Die Testphase für das innovative System ist für den ÖPNV-Weltkongress 2025 UITP in Hamburg geplant. Weitere Infos werden im Laufe der Monate, Wochen dann auch nochmal darauf zugreifen. Damit habt eine schöne Woche, bleibt stark und gesund. Der Stream, der eigentlich heute am Montag stattfinden sollte, findet morgen um 8 Uhr statt. Aber nur schon mal Information, damit schönen Abend oder
schöne Woche, schönen Tag. Tschüss.